Willkommen zum zweiten Teil meiner kleinen Serie. Jetzt geht es darum, das Betriebssystem auf den Raspberry Pi zu installieren. Dazu gehen wir einfach auf raspberrypi.org, dann hier oben auf Downloads und dann habe ich mich für dieses Betriebssystem entschieden, Raspbian. Das ist so ziemlich das meistverbreitetste und für alles Mögliche gut. Als Alternative gibt es hier noch Raspbian C. Das ist ein Media Center Betriebssystem. Dann kann man sein Raspberry Pi an den Fernseher anschließen und darüber Musik, Videos und so weiter abspielen. Also ähnlich wie der Chromecast von Google funktioniert das Ganze dann. Also der Download ist dann hier einmal über Torrent. Wunderbar schnell. Ich hatte, glaube ich, 50 CDs. Und wer sagt, was ist Torrent, der nimmt einfach hier den Zip-Download, einmal draufklicken und dann bekommt man es hier direkt angeboten. Das Zip-Archiv dann entpacken. Das sind 780 MB runterzuladen. Nach dem Entpacken sind es, glaube ich, 3 GB ungefähr. Das habe ich schon gemacht. Und dann steht hier, wie man das Ganze installiert. Unter Windows kann ich es euch jetzt nicht zeigen, weil ich unter Linux bin, aber das können wir mal eben kurz durchgehen. Natürlich muss man erstmal die SD-Karte einlegen, dann gucken, welcher Buchstabe das ist. Hier im Beispiel ist es G. Also C ist meist die Festplatte, D die zweite Festplatte. Und ja, danach irgendein Buchstabe ist dann die SD-Karte. Lieber zweimal gucken, sonst habt ihr nachher eure Festplatte gelöscht. Ist ein bisschen doof. Dann das Programm Win32 Disk Imager Utility runterladen. Hier ist der Link von SourceForge. So, dann einmal hier auf Download, 5 Sekunden warten, das Ganze dann entpacken, installieren. Kriegt da, glaube ich, alleine hin. Dann das Ganze starten. Da habe ich hier mal kurz mein Windows. Als Administrator am besten steht da, also Rechtsklick als Administrator starten. Einmal mit Ja bestätigen. Dann müsst ihr hier oben das Image wählen, also das Betriebssystem, was ihr runtergeladen habt. Wenn ihr das entpackt, ist das nur eine .img-Datei, die ist dann wahrscheinlich hier in Downloads oder so. Wählt ihr dann hier aus. Wie gesagt, habe ich jetzt hier nicht. Dann hier bei Device passiert bei mir jetzt gar nichts. Da dann die SD-Karte auswählen und dann hier auf Copy klicken. Hier dieses MD5-Hash könnt ihr weglassen. Dann wird wahrscheinlich dieser Ladebalken einmal durchlaufen und dann habt das. So, dann unter Linux geht das wie folgt. Steht hier. Die Anleitung ist deutlich länger als bei Windows, aber eigentlich genauso einfach. Hier ist nur mehr Möglichkeiten gegeben, was man alles machen kann. Aber das brauchen wir auch gar nicht. So, da einmal ein Terminal gestartet. Dann einfach hier durchgehen. df Leerzeichen minus h zeigt mir dann alle, wie heißt das? Alle Laufwerke, die ich hier gerade so habe. Bei mir ist es die SD-Karte hier slash device slash SDB1. Also SD heißt Laufwerk. A ist dann das wievielte Laufwerk das ist, einfach nach dem Alphabet durchsortiert. A ist jetzt eben die Festplatte, auf der mein Betriebssystem hier läuft und die 9 ist dann die Partition. Und dementsprechend ist dann die SD-Karte nicht A, sondern bei mir jetzt B, weil ich kein anderes Laufwerk mehr habe, mit der Nummer 1. So, und warum die SD-Karte 8 GB groß ist, hier aber nur 7,4 GB steht, seht ihr in meinem Video, warum 1 GB nicht 1024 MB sind, da wird das erklärt, nur so am Rand. So. Dann, ja gut, da steht der SD-Karte einstecken, den Befehl nochmal ausführen und dann ist natürlich das, was jetzt mehr angezeigt wird, dann die SD-Karte. Aber ich weiß halt, das ist hier dieser da. So, hier bla 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 bla. Jetzt müssen wir das aushängen, um sicherzustellen, dass da kein Blödsinn mitgemacht wird und unser Kopiervorgang nachher nicht fehlschlägt. Also hier einfach abtippen. Umount
slash device slash sd und jetzt natürlich nicht D1 wie in der Anleitung, sondern unser Dingen, das wäre B1. Enter. So. Keine Fehlermeldung, also hat es wohl funktioniert. Dann, ja gut, wenn ihr die SD-Karte mehr als einmal angezeigt habt, weil sie mehrere Partitionen hat, muss man jede Partition einzeln aushängen. Das heißt, wenn jetzt noch stehen würde, slash device slash SDB2, SDB3, dann müsste man die alle einzeln aushängen. Aber das ist ja hier nicht der Fall. So, und jetzt müssen wir dann in das Verzeichnis wechseln, in dem das Image ist. Das ist bei mir der Downloads-Ordner, also CD Downloads, Tab-Taste, Vervollständigung. So. Und jetzt könnte man sich mit ls noch alles anzeigen lassen, was denn im Ordner drin ist, aber es ist bei mir so viel, dass da findet man dann eh nichts. So, und jetzt brauchen wir eigentlich nur diesen Befehl hier. So. Den muss man jetzt nur ein bisschen verändern. Einmal muss da sudo vor, weil wir Administratorrechte brauchen. dd ist der Befehl, bs4m sollte man so lassen. Hier steht noch, weil es mit 4m nicht funktioniert, mal ein m hin machen, was aber deutlich länger dauert, aber ich habe es aber schon ein paar Mal gemacht, das ging bei mir immer mit 4m. Und jetzt müssen wir hier if da unser Image reinmachen, da muss ich mal kurz gucken. Ja, es ist in 2014 01 07 wheezy-raspbian.img. Also 2014 01 07 wheezy-raspbian.img passt schon. Und dann hier unsere SD-Karte. Allerdings ohne die 1 dahinter. So, und das steht hier auch nochmal, also nur SD und dann den Buchstaben dahinter ohne die Zahl, weil wir ja das Image auf die gesamte SD-Karte installieren wollen und nicht nur auf eine einzelne Partition. So, dann gibt es hier noch ganz viel Blabla, was man alles machen könnte, was man aber nicht braucht. Also jetzt einfach mit Enter abschicken, das Administrator-Passwort eingeben und abwarten. Hier ist auch nochmal schön erklärt, warum jetzt hier kein Ladebalken kommt. Da könnte man jetzt hier den Befehl daneben statt dd. Oder hier könnte man jetzt einen Ladebalken machen. Ja, mit den Dingen. Oder man wartet einfach ab, bis das hier nicht mehr blinkt. Und dann sehen wir uns wieder, wenn er fertig ist. So, nochmal eine kleine Ergänzung. Ich habe das hier mal ausprobiert mit diesem Pkel Befehl und immer wenn man jetzt hier diesen Befehl ausführt, wieder mit sudo davor, damit man die nötigen Rechte hat, bekommt man hier angezeigt, wie viel er schon kopiert hat. Das sind jetzt 700 MB, wie gesagt, 3 GB sind es insgesamt. Also dauert das Ganze noch ein bisschen bei 5,6 MB pro Sekunde. Ja, jetzt ist der Vorgang abgeschlossen. Erkennt man daran, dass hier wieder die Standardzeile angezeigt wird. Das Einzige, was man jetzt so machen muss, ist einmal Sync einzugeben. Das entspricht quasi diesem sicheren Entfernen, wie man es von USB-Stick und sonst was kennt. Und jetzt müsste eigentlich das Betriebssystem auf der SD-Karte sein. Also wollen wir es mal ausprobieren. Ja, willkommen unter meinem Schreibtisch. Hier habe ich jetzt also den Pi. Hier habe ich die SD-Karte eingesteckt. So, ein Bildschirm habe ich hier über das Analoge angeschlossen. HDMI hat irgendwie nicht funktioniert, ich weiß nicht genau. LAN habe ich hier mit meinem Switch verbunden. Darüber habe ich Internet. Und ansonsten habe ich noch eine Tastatur angeschlossen. Und über den anderen USB meine Festplatte. So, als Strom habe ich hier ein altes Handy-Ladekabel. Da ist also ganz normales Micro-USB-Kabel. Sollte darauf achten, dass 3,5 Watt bei rumkommt. Und dann einfach anstecken und los geht's. So, wenn der Pi dann gestartet ist, bekommt man hier dieses
Einstellungsmenü angezeigt. Das Einzige, was man wirklich machen muss, ist ganz oben Expand File System auswählen. Einfach so mit den Pfeiltasten, dass es rot hinterlegt ist, einmal Enter, blätter einmal durch. Das Problem ist, dass die SD-Karte nur mit 4 GB benutzt wird. Das heißt, auch wenn man eine 100 GB SD-Karte hat, sobald 4 GB drauf sind, ist sie voll. Und dieses Expand File System, das erweitert eben die Partition so, dass die komplette SD-Karte genutzt wird. So, da haben wir noch Change User Passwort, bla bla. Braucht man alles nicht wirklich. Overclock, das kann man auch erstmal so lassen. So, dann am Ende Finish auswählen. Einmal, ja, Reboot sollte man dann jetzt besser machen. Ich habe das ja alles schon mal gemacht. Und das Einzige, worauf man jetzt noch achten sollte, ist, wenn man dann neu gestartet hat oder eben auch nicht, dann kommt man in diese Eingabezeile und da sollte man dann einmal if config eingeben. So, dann bekommt man hier unter Ethernet, das ist LAN, die IP-Adresse angezeigt, das ist diese hier. 192.168 sollte immer identisch sein. Also ihr habt da auch 192.168 stehen. Und bei mir ist dann Punkt 1, Punkt 2. Die solltet ihr euch merken, wenn ihr dann im nächsten Video weitermachen wollt, denn sonst funktioniert das alles nicht. Ja, dann vielen Dank, dass ihr zugesehen habt. Abonnieren wäre ganz cool, auch um die nächsten Videos nicht zu verpassen. Und dann, tschüss.